Diese Bösewichte lassen uns jubeln. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir unsere Top 10 Simpsons-Bösewichte. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns einige der besten, einmaligen und wiederkehrenden Widersacher und Tunichtgute aus den Simpsons an. Take off that jacket, man. Okay. Now, eat it. Nummer 10, Snake. Springfield hat viele farbenfrohe Kriminelle, aber einer seiner häufigsten Gesetzesbrecher ist Snake. Mit Nachnamen Turley oder Jailbird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bye! Letzterer ist recht passend, da er im Gefängnis ein- und ausgeht. Das überrascht nicht wirklich, bedenkt man die Unfähigkeit von Springfields Ranghöchsten. Snake bringt eine interessante Abwechslung in der typischen Karriere eines kriminellen Archetypen. Er macht angespannte Situationen witzig, mit seiner wechselhaften Art und dem Surfer-Typ-Akzent. Ho, goodbye, student loan payments. Snake liebt schnelle Autos und mag nur Rock'n'Roll. Dieser hier ist ein echter Premium-Bösewicht. Hey, that smells like regular. She needs premium, dude. Premium! Nummer 9, Frank Grimes. Frank Grimes erscheint nur in einer Episode. Er ist ein glückloser, hart arbeitender Kollege von Homer im Atomkraftwerk. Aber er hinterlässt einen bleibenden, düsteren Eindruck. Don't you realize how close you just came to killing yourself? Grimes lernt Homer kennen und ist immer wieder erstaunt, dass so ein fauler, fetter Trottel durch Zufall so weit im Leben kommen konnte. Während all seine eigenen Bemühungen scheinbar umsonst sind. Hey, grimy old buddy. I'm not your buddy, Simpson. I don't like you. In fact, I hate you. Stay the hell away from me. Because from now on, we're enemies. Er versucht Homer zu sabotieren und erklärt sich zu seinem Feind. Das endet schließlich damit, dass der Mann austickt und Homers Idiotie nachahmt. Er fasst Stromleitungen an und wird getötet. I don't need safety gloves, because I'm Homer Simpson. Grimms Sohn taucht sogar auf und teilt den Groll seines Vaters gegen den dämlichen Simpsons-Patriarchen. How is old Grimy? He's dead! Like you should be! Nummer 8, Nelson Muntz. Nelson ist der Bully der Springfield-Grundschule und der Inbegriff eines Kinderquälers. Nelson verprügelt oft seine Klassenkameraden, darunter Bart, Milhouse, Martin und manchmal sogar Lisa. Er macht sich normalerweise immer mit seinem typischen Lachen über andere lustig, wenn diese am Boden sind. Obwohl Nelson im Allgemeinen dumm und brutal ist, wird er durch seine eigene Unsicherheit dazu getrieben, andere zu verprügeln. Papa, is that you? Aber er hat manchmal auch eine sensible Seite. Hey, this isn't so bad. Für andere Kinder ist er eine Bedrohung, aber Erwachsene weisen ihn oft zurecht und zeigen ihm seine Grenzen. Hey, everybody, look at this. It's that boy who laughs at everyone. Let's laugh at him. Nummer 7, Hank Scorpio. Hank Scorpio ist der sympathische Geschäftsführer der Globex Corporation und stellt Homer ein, um für ihn in einer idyllisch geplanten Gemeinde zu arbeiten. I'm Hank Scorpio. Wow, my boss. Don't call me that word. I don't like things that elevate me above the other people. Scorpio redet viel und schweift ab, ist aber ein idealer Chef, der Homer motiviert, seine Arbeit gut zu machen. Es gibt nur ein Problem. Er ist ein Bösewicht. This is Scorpio. I have the doomsday device. You have 72 hours to deliver the gold or you face the consequences. Scorpio will die Welt mit Weltuntergangsgeräten erobern, muss sich Geheimagenten im Bond-Stil stellen und ist nach außen hin wirklich böse. Doch zu seinen Angestellten ist er netter als die meisten legitimen Chefs. Obwohl er nur in einer Episode auftritt, ist jede Szene, in der er sich befindet, unglaublich unterhaltsam. Und er hat auch einen unvergesslichen Titelsong. He'll sting you with his dreams of power and wealth. Beware of Scorpio! Nummer 6, Jessica Lovejoy. Als Tochter des Pfarrers zeigt sich Jessica Lovejoy Erwachsenen gegenüber lieb und nett, ist aber eigentlich eine große Unruhestifterin. Deshalb fühlt sie sich zu Bart hingezogen und er zu ihr. Wow, there is a God. Doch Bart erkennt schließlich, dass ihre Gier nach Verbrechen und Gefahr seine eigene weit übertrifft. Ihre Bereitschaft, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, als er versucht, sich von ihr zu distanzieren, macht sie zu einer grandiosen jungen Femme fatale für ihn und Lisa. Ihre doppelzüngige Art und ihr exzellentes schauspielerisches Können überraschen nicht.
denn ihre Synchronsprecherin ist die mehrfache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep. Remember, I'm the sweet, perfect minister's daughter, and you're just yellow trash. Huh? Nummer 5, Kang und Kodos. Kang und Kodos sind der Grundpfeiler der Treehouse of Horror-Episoden. Es ist ein Duo furchterregender, tentakelbewaffneter, einäugiger Aliens, die vielleicht sogar Geschwister sind. Oder auch nicht. Foolish humans. Oh yes, Kodos. Earth is now ripe for the plucking. Meistens haben sie böswillige Absichten für die Simpsons-Familie und andere Erdlinge. Oft übernehmen sie die Erde auf Biegen und Brechen. Wie auch die Sammelepisoden, in denen sie erscheinen, werden sie jedoch nicht immer gleich dargestellt. Bei ihrem ersten Auftritt nämlich wurden sie als wohltätig entlarvt. They thought we were going to eat them. Good God, is this some kind of joke? No, they're serious. Trotzdem machen ihre sabbernden, manisch grinsenden Gesichter und dröhnenden Stimmen einige ihrer Aussagen ziemlich beängstigend und lustig. Well, I believe I'll vote for a third party candidate. Go ahead. Throw your vote away! Nummer 4, Lyle Lenley. Die Stadt hält eine Versammlung ab, um zu entscheiden, was mit dem Geld gemacht werden soll, das aus einer Ordnungsstrafe zur Verfügung steht. Daraufhin taucht Lyle Lenley auf und überzeugt alle zum Bau einer Einschienenbahn mit Hilfe eines unglaublich prägnanten Liedes. Throw up your hands and raise your voice! Monterey. What's it called? Monterey. Once again! Doch Marge und Lisa vermuten, dass Lenley Springfield reinlegen will. Einige Nachforschungen bezüglich seiner früheren Einschienenbahnbemühungen ergeben, dass er ein Betrüger im Sinne des Musicals Music Man ist. How much did you see? Nothing incriminating. Good. Lyle Lenley wurde von dem verstorbenen großartigen Phil Hartman in überschwänglicher Perfektion synchronisiert. Er ist ein aalglatter und schleimiger Schurke, der seine gerechte Strafe erhält. Oh no! There he is, C3F! Nummer 3, Fat Tony. Sorry, we're late. Could we have the money now? Springfields ansässiger Mafia-Boss Fat Tony D'Amico ist einer der größten Kriminellen der Stadt. Er ist verantwortlich für Betrügereien, Erpressungen und Schlägereien, die er fast immer gewinnt. Nur wenige Ziele sind tabu und er hat sogar einmal eine Grundschule erpresst. Well, be that as it may. Get your hand off my car. No. Bedenkt man, wie rücksichtslos und bedrohlich er sein kann, sind die Momente, in denen Fat Tony Witzige sagt, umso lustiger, da das mit seinem harten Image kollidiert. Garfield or Lovis? Oh, I prefer the cat. He hates Mondays. We can all relate. Man kann zwar kurzzeitig auch eine sanftere Seite an ihm erkennen, aber dennoch ist er einer der einschüchterndsten Schurken der Simpsons. This is a pretzel town, pretty boy. Nummer 2, Mr. Burns. Charles Montgomery Burns ist der reichste Mann der Stadt und unbestreitbar der am meisten gehasste. Und er ist auch Homers Boss. My name is Homer J. Simp. Ow! Son. Sounded large when I ordered it. Mr. Burns ist egoistisch, grausam und geldgierig und hat wenig Verständnis für irgendjemanden. Er gefährdet häufig seine Mitarbeiter, Fremde und auf die ganze Stadt mit seinen hasserfüllten Launen. Er hetzt seine Hunde auf Besucher oder weigert sich, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Mr. Burns trieft nur so von hasserfüllter kapitalistischer Gier. I call it the Burns Omni-Net. It sweeps the sea clean. Dennoch machen seine antiquierten Ansichten, seine Vergesslichkeit und seine dämliche Haltung ihn manchmal sogar liebenswert. Alles in allem ist er ein ausgezeichneter Schurke und fast der Beste der Serie. Are you saying Boo or Burns? Boo! I was saying Burns. Nummer 1, Sideshow Bob. Bart mag unter Nelson leiden, aber sein Erzfeind ist zweifellos Sideshow Bob. Bob ist ein selbsternanntes Genie in einer ewigen Fehde mit dem Simpsons-Jungen. Er ist zu Recht bedrohlich und verhält sich wie eine Kreuzung zwischen Hannibal Lecter und Will E. Coyote. Immer brillant, aber nie in der Lage oder manchmal sogar nicht gewillt, sein Ziel zu erreichen und Bart zu töten. Kelsey Grammer synchronisiert ihn spektakulär und manchmal wird Bob von seinem Bruder Cecil ausgespielt. Doch für uns hat Bob die Nase vorn. You want the truth? You can't handle the truth. No truth handler, you! Alles in allem ist Sideshow Bob nicht nur ein großartiger Simpsons-Bösewicht, er ist generell ein großartiger Schurke. Sometimes I wish this dam would burst and bury this cursed town.
Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.